Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Craftopia. Ich war jetzt mal so frei und habe mich schlau gelesen wegen dem Hardened Leather. Und anscheinend gibt es das nur bei einem Dungeon Boss, bei dem man auch dieses Geld bekommt. Allerdings ganz easy ist der nicht und der taucht auch nicht immer auf. Und es gibt nur eine gewisse Prozentchance, dass man das natürlich da rausbekommt. Ja, ich werde mich natürlich darin versuchen, den Boss zu finden, noch ein, zweimal und ihn umzuhauen. Versteht sich von selbst. Und ja, aber bis jetzt wollen wir erst mal andere Sachen machen. Ich will immer noch den Panzer haben. So, was brauchen wir denn jetzt? Wir brauchen für den Panzer diese drei Teile. Und für diese drei Teile brauchen wir das alles hier unten. Also, ich brauche ganz viel Heavy Steel Ingots. Ganz viele Zahnräder, Gun Barrels und. Da wollen wir doch mal gucken. Ein bisschen was haben wir ja schon. Das hier werden wir auf jeden Fall benötigen. Adamit Ingots. Ja. Von hier brauchen wir nichts. Okay. Batterien brauchen wir noch. Habe ich hier noch irgendwas drin, was wir benötigen können? Ich glaube nicht. Dann wollen wir mal schauen. Ach so, was kostet mich diese große Kiste? Wo ist sie denn? Da haben wir sie. Craften. Ich will sehen, wie viel Platz da drin ist. Ich werde mein Lagersystem jetzt natürlich nicht nochmal umändern, aber ich werde die Kiste nehmen und hier daneben aufbauen. So. Und ja, so, ich brauche Schrauben, Rubber, Limestone, Dragon Scales. Ach du. Wie oft brauche ich denn das? Da brauche ich 20, 50. Ich brauche das 50. Ich brauche 50 Dragon Scales. Bargain Mechanical Parts. Wo finde ich die denn bei mir? Ach, hier finde ich die. Ah. Alter, die bringt 50.000. Bringen die. Holy shit. Hier waren die Teile. Alter, 10 für ein Rohr. Ihr wollt mich doch verarschen. Oh, das wird jetzt schön in die Ressourcen gehen. Und die haben wieder ordentlich geschissen hier. Lass mich an die Kacke ran. Ihr seht, Schweine kacken ordentlich was. Ich
Ich habe das auch eine Zeit lang mit hier diesen Ansaugpöppeln gemacht. Aber es hat halt nicht immer alles eingesammelt. Deswegen mache ich das lieber per Hand. Und da hat ein Schwein gerade geschissen. Ja, muss reichen für den Anfang. Ist ja nicht gerade wenig, was wir hier brauchen jetzt. Hierfür brauche ich Gold. Wir werden halt wirklich einiges brauchen hier. Aluminium, Kupfer, Keramik, Kristall. Kristall. Das war Limestone. Clay für Keramik. Herstellen. Dafür brauche ich Bauxit. Stahl, Rare Metal, Titanium und Rare Metal. Rare Metal haben wir hier. Bauxit haben wir hier. Titanium und Stahl. So, einmal Max. Einmal Max. Und einmal Maximum herstellen. So, die Kacke kann ich erstmal wieder wegräumen. Wo ist er da? Ja, das okay, das nenne ich mal eine Menge Scheiße. Sauerkraut habe ich im Gepäck. So. Hier kann ich immerhin schon mal drei Stück. Ne, sechs. Wir stellen einfach mal nur fünf her. Ach so, Schrauben brauche ich ja auch noch. Die kann man aber hier herstellen. Sheep Memorial Alloy und Silber. Und hier auch wieder Silber. Bin ich ja froh, dass ich noch so viel habe davon. Und von den Schrauben stellen wir auch mal 15 her. Hier mal wieder neues Wasser zu verkaufen. So, Batterienhammer. Kupfer. Es mangelt an Kupfer. Wer hätte es gedacht? Platz hab ich noch. Ja, komm, scheiß drauf. Das Zeug brauchen wir so oder so. Ja,
die da rein. Das Holz da rein. So, mal schauen, wie viel wir schon herstellen können. Auf jeden Fall das. Das ist schon mal positiv. Und einmal das. Wir kommen dem Panzer immer näher. Hierfür brauche ich Rubber. Oh Gott. Ach du Scheiße, wie komme ich jetzt an Rubber? Das brauchen wir noch. Was mir aufgefallen ist, es gab hier mal ein Drying Rack drinne. Ja, das ist rausgepatcht worden, warum auch immer, was ich auch schade finde. Aber gut, man kann halt nicht alles haben. So, wo stelle ich jetzt Rubber her? Hier drin auf jeden Fall nicht. Hier drin auch nicht. Och nö, jetzt geht die Suche los. TNT. Ja, okay. Och nö. Wo stelle ich jetzt das Rubber her? Gibt es hier vielleicht Rubberbaum-Seeds oder sowas? Ja, hier. 10 Wasser. Ja, okay. Die wollen auch Rubber haben. Hä? Aber wie komme ich jetzt daran? Ich bin jetzt gerade ein bisschen überfragt. Die wollen eine Ressource haben, wo man irgendwie gar nicht rankommt. Zumindest wüsste ich jetzt nicht auf die Schnelle wie. Und hier drinne kann man es ja auch nicht herstellen. Nee. Hä? Ich bin da gerade sehr arg überfragt. Das ist gar kein Interface mehr. Und ich kann es nicht mehr aufheben. Wow. Nee. Das ist scheiße. Wo könnte man Rubber herstellen? Das ist eine gute Frage. Euch stelle ich jetzt erst einmal provisorisch hier auf.
Denn euch brauche ich auf jeden Fall, um meine Sachen wieder zu reparieren. Denn ich glaube, die Repair Bench kostet mich so viel. Ja. Schade, schade. In einem normalen Lagerfeuer glaube ich mal eher weniger, dass man da irgendwas herstellen kann. Ja. Was soll ich jetzt dazu sagen? Hier brauche ich Rubber, hier brauche ich Limestone, da brauche ich Rubber. Ich brauche davon 10. Okay, hier. Ich brauche. Oh, was? Ich brauche 100 Stück davon? Ja gut, ich glaube, der Panzer hat sich hiermit erledigt. Das ist mir 100 Stück. Boah, nee. Beim besten Willen, nee. Nee. Das ist mir eindeutig ein bisschen zu viel. Eisen war hier. Steine waren hier. Warum hat sich der Sand hier nicht so gesteckt? Hallo? Kacksand. Ach du, das ist mir echt ein bisschen zu viel, das Gut, ne? So, das waren die Diamanten. Platin, Platin. So. Gold. Titan, Stahl. Hier hatte ich, glaube ich, den Spaß drinne. Hier war Charcoal drinne. Hier die Kristalle. So, aus Clay kommt Bauxit. Und Batterien waren hier drinne. So, und alles andere von hier, bis auf das Öl und das Heating Metal, die ganzen Bausachen kommen rüber in die wunderschöne neue Kiste. Das, 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 das. Das, das, das und das. Die Funotierwerkbank. Muss natürlich bleiben. Hallo? Hab ich dich jetzt in die Kiste geschmissen? Tatsächlich. So, die bleibt, habe ich gesagt. Die kommt jetzt boah, hier hin. So. Den braucht man nicht mehr, die braucht man nicht mehr. Hier haben wir einen Tree Sapling. Blacksmith haben wir, braucht man nicht. Gut, da kann alles andere erstmal hinten in die Kisten, ne? Die Teile. Die.
das. Das kommt alles hier rein. Und dann hauen wir hier den anderen Spaß rein, den ich erst soweit jetzt nicht benötige. Ach Moment, eine Kiste brauche ich ja. Die habe ich ja hier vorne weggemacht. Da waren ja die ganzen Saplinge drinne. Und die ganzen Seeds. Dann kommt die Kiste hier, er hält wieder hin. So. Jo, dann würde ich sagen, in der nächsten Folge gucken wir mal, dass wir so ein Dungeon finden. Ich stelle jetzt noch auf die Schnelle ein paar Pfeile her, die werden wir bestimmt brauchen, ne? Was nehmen wir denn? Was haben wir denn hier für Pfeile? Eisenpfeile. Okay, dann nehmen wir natürlich Eisen, ne? Und Holz. Das werden wir auch brauchen. Hier. Da sind sie. Ich wusste es doch. Und dann werden wir mal schauen, dass wir in der nächsten Folge eventuell, ja, genau, 1, 2 Dungeons machen. Jetzt ist es mir tatsächlich nicht eingefallen, was ich sagen wollte. Läuft bei mir. Ja, also, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da, lasst Kommentare da und ich hoffe, wir sehen uns zum nächsten Video. Bis dann, bleibt gespannt, genießt den Tag und bye bye.